Mein Name ist Thomas Lindwedel. Ich bin die pflegerische Leitung der Station 2 in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk. Ich bin gelernter Krankenpfleger. Ich habe eine Ausbildung absolviert zur Leitung einer Station und Gesundheit und Pflege studiert. Und ich sehe mich auch in der Position, das Wissen aus dem Studium in den Alltag der Pflege einzubringen. Ich möchte, dass es dem Pflegeteam gut geht, denn wenn die Kollegen sich wohlfühlen, können sie gute Pflege leisten. Ich weiß, dass der eine lieber im Frühdienst arbeitet, der andere lieber im Spätdienst. Es gibt Kollegen, die machen gerne Nachtwache. Für die Zufriedenheit ist das ein entscheidender Faktor. Der Alltag auf der Station 2 ist häufig auch nicht einfach. Die täglichen Arbeiten müssen erledigt werden. Trotz allem ist es sehr wichtig, dass wir besondere Dinge tun, dass wir über den Tellerrand hinausschauen und Projekte anpacken, wie zum Beispiel den Mutmachbaum. Der Mutmachbaum ist oft in Initiative zweier pflegerischer Kollegen entstanden. Der Gedanke dahinter ist, ich habe einen Ort auf der Station, wo Patienten, die entlassen werden, Nachrichten für Patienten, die neu kommen oder noch auf der Station sind, hinterlassen. Jeden Tag müssen die Patienten versorgt werden, aber daneben bleibt immer Zeit für Ideen und Projekte. Privat lese ich sehr gern. Ich gehe gerne ins Kino. Ich liebe Comics und ich mag verwunschene Orte, so wie diesen hier. Wir sind hier auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf und der Ort hier, dieser Park, hat was Verzaubertes. Musik